So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir mit Meisterin Hammer geredet, die hier in dem Lama-Tempel wohnt. Und die hat uns eine Synergie beigebracht, und zwar Enthüllung. Damit können wir jetzt Unsichtbares sichtbar machen. Und das wird uns dann vor allem in der Wüste von Lamakan hilfreich sein. So, aber erstmal gehen wir nochmal hier rechts lang, denn hier steht ja an der Wand was. Da mit der Kraft zu sehen, was nicht gesehen werden kann, soll die Wahrheit schauen. So steht es an der Wand geschrieben. Ja, und jetzt machen wir einfach mal hier Enthüllung. Und siehe da, wird aus dem Stein eine Kiste. Mit einem Lebenswasser. Das ist ja mal nice. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, des Weiteren, was auch noch sehr gut an Enthüllung ist, sagen wir mal, also ich weiß ja jetzt, dass hier in diesen zwei Kisten nichts drin ist, aber sagen wir mal, hier befindet sich jetzt einfach mal ein Elixier drin. Das würde man ja nicht sehen. Wenn man jetzt aber Enthüllung macht, würde dann hier, diese rechte Kiste, würde da so ein Schimmern drin sein. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, da kann man immer mal schauen, ob sich da was befindet. Man braucht nicht jede Kiste abklappern. Ja, das erleichtert schon so einiges. So, und jetzt können wir erstmal Richtung Osten zum Bergpfad, denn dort, ja, ist ja hier Hisu, der unter dem Felsen gefangen ist. Und, ja, wie kommen wir da jetzt hin? Das ist die Frage. Ja, schaut mal hier, auf dem Boden ist eine Markierung. Das soll so ein kleiner Hinweis sein. Wir machen Enthüllung. Und siehe da, ist da einfach mal ein Weg. So, und wir kommen außen rum und sind schon da. Hisu, bist du in Ordnung? Meisterin Hammer, mir geht es gut, aber die Felsen, ich kann mich nicht rühren. Hisu scheint unverletzt zu sein. Du bist sicher glücklich, Falzi. Ja, danke, Meisterin, aber wie können wir ihn befreien? Ich weiß es nicht. Tja, dafür sind wir ja da, ne? Und wir machen ganz einfach mal Telekinese. Yes. So. Isaac, hast du den Felsen bewegt? Der Felsen, er schwebt. Schnell, Falzi, wir müssen Hisu herausziehen. Mach dich bereit, Hisu. Ich werde gleich ziehen. 1, 2, 3. Wir haben es gleich, nur noch ein Stückchen. Hältst du noch durch, Isaac? Ja, klar. Danke, Isaac. Obwohl eigentlich Gare durchhalten müsste, weil er gibt seine Gänse jetzt, aber egal. Bereit? Ich ziehe jetzt. 1, 2, 3. Wir haben es geschafft, Meisterin Hammer. Hisu ist frei. Wir haben es geschafft, Falzi. Danke, Isaac. Wir müssen Meister Fee kontaktieren, damit er sich um Hisus Verletzung kümmern kann. Ich werde ihn auch bitten, die Felsen aus dem Weg zu räumen. Ausgezeichnet. Wenn die Seidenstraße blockiert bleibt, werden alle leiden müssen. So. Adepten, lasst mich euch nochmals danken. Ich bin euch wirklich dankbar. Ich hätte es nicht erwartet, dass ihr uns helfen würdet. Nein, Meisterin Hammer, wir sind diejenigen, die dankbar sein müssen. Danke, dass du mir die Kraft der Enthüllung verliehen hast. Aber was du sagtest... Was ist, Ivan? Ich war es, der vorgeschlagen hat, euch zu helfen, nicht wahr? Keine Ahnung. Was? Wolltest du nicht, dass wir in die Wüste gehen, Gareth? Ja, eigentlich schon, ne? Wollte ich das, Mia? Wirklich? Das war wohl ein Missverständnis. Keine Sorge, Gareth, ich nehme es dir nicht übel. Gute Reise, meine Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Wolltest du Meisterin Hammer nicht fragen, was sie vorhin meinte? Wir wissen nicht, wann wir Meisterin Hammer wieder sehen werden. Isaac, glaubst du nicht auch, wir sollten Meisterin Hammer fragen, was sie meinte? Ja. Siehst du, wenn es dich bedrückt, solltest du einfach fragen. Vielen Dank euch allen. Es ist besser, wenn wir jetzt gehen. Was meinst du damit?
Nachdem Meisterin Hame diese Worte ausgesprochen hatte, konnte sie mir nicht mehr in die Augen sehen. Das macht mich nur noch neugieriger. Macht euch keine Gedanken, ich glaube nicht, dass sie es mir sagen würde, selbst wenn ich sie direkt darauf anspreche. Nun, es ist nur... Meisterin Hama würde es mir sagen, wenn wir unsere Mission erfüllt haben. Daran muss ich glauben. So, ja, das war's. Wir sind mit dem Lama-Tempel fertig und können jetzt, ja, zur Wüste von Lamakan. Zur Todeswüste. Und hier ist sie. So, wir müssen jetzt aufpassen, denn wir haben hier links jetzt so eine Art Thermometer-Anzeige. Auf der normalen Fläche, auf dem normalen Weg kriegen wir nichts ab, also keinen Schaden sozusagen. Es funktioniert folgendermaßen. Wenn wir hier auf dem Sand laufen, seht ihr, erhöht sich die Temperaturanzeige. Ich fliehe jetzt einfach mal. Erhöht sich die Temperaturanzeige. Und wenn sie voll ist, bekommen wir Schaden. Allein hier herumzulaufen beraubt mich all meiner Kraft. So, und deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich resette das Ganze jetzt einfach mal. Und mit Hilfe von Enthüllung finden wir sozusagen Oasen, wo wir uns abkühlen können und die Thermometeranzeige wieder auf Null setzen. Früher dachte ich immer, wenn die Thermometeranzeige voll ist, sind wir tot. Aber das ist nicht so, man kriegt da nur enormen Schaden. Wobei, ich weiß gar nicht mal, ob es so unglaublich viel ist. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht herausfordern, sagen wir mal so. So. Ah, die Wüste ist viel heißer, als ich es mir vorgestellt habe. Tja, siehst du mal. So, kämpfen können wir ja mal gegen die Gegner hier. Die sind, glaube ich, nicht ganz so stark. Wir sind gut gelevelt. So. Und Erdbeben. Ja, also stark sind die Gegner jetzt nicht unbedingt. So. Meine Kleider sind schweißdurchtränkt. Das ist widerlich. So, und schaut mal hier. Hier ist so eine Art Steinkreis. Und der symbolisiert, dass hier eventuell eine Oase ist. Und wir haben gerade Glück. Da ist eine. Und ja, wir sind wieder abgekühlt. So. Was haben wir hier? Manchmal finden wir hier auch Items. Ich lege die Enthüllung jetzt einfach mal auf R. Hier zum Beispiel finden wir einen Synergiestein. Den brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich schwitze wie ein Pferd. Ich wünschte, ich hätte leichtere Kleidung dabei. So, hier haben wir wieder eine Oase. Okay. Was haben wir hier rechts? Okay. Ja. Dann machen wir mal Epizentrum. Dann machen wir Flammenwand. Sturmblitz. Und Eishorn. Dum, 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 dum. So, und down. Okay. Okay, hier drüben ist nichts. Ja. Dann können wir nochmal schnell in die Oase rein. Gut. Ich glaube, hier in der Wüste ist auch ein Djinn versteckt. Den muss ich auch noch holen. Glaube ich jedenfalls, dass hier ein Djinn ist. Was haben wir hier? Ah, okay. Das sind jetzt Gegner. Die machen wir. Denn die bringen doch schon gute Erfahrung. Ein Ameisenlöwe. So, Ragnarök. Dann machen wir mal... Ich weiß gerade nicht, gegen was die empfindlich ist. Oder gegen was dieses Vieh empfindlich ist. Keine Ahnung. Ich mache einfach mal alles drauf und dann schauen wir mal. Okay. Okay, gegen Wasser ist es empfindlich. Ja, gut, konnte man sich eigentlich denken. Ich meine, das Vieh lebt in der Wüste. So, dann greifen wir nochmal an. Und ja. Mia greift es mit Eishorn an einfach. Okay, das war's schon. Na gut, so viele Erfahrungspunkte bringt es jetzt nicht, aber es ist in Ordnung. Ich kann bei dieser Hitze nicht cool bleiben. Schön. So, und da ist wieder eine Oase. Ihr habt gesehen, das Thermometer war fast voll.
Oh, die Musik ist einfach nur cool. Oh, ein Salamander. Obwohl, ich fliehe jetzt einfach mal. Die Gegner sind jetzt nicht so unglaublich stark. Und bringen auch nicht so viel Erfahrungspunkte. Oh, eine Kiste. Mit einem Heiltrank. Oh, und jetzt sollten wir langsam eine Oase finden. Komm schon, das muss jetzt eine Oase sein. Komm schon. Ja, danke schön. Sehr schön. Das ist ja wunderbar. Oh, guck mal. Ein Dinosaurier-Skelett, aber da verbirgt sich nichts. Und ja, wieder ein Gegner. So, ja, wir können einfach mit normalen Waffen angreifen. Das macht genug Schaden. Da haben wir den wahrscheinlich auch so in 2 bis 3 Runden down. Und man sieht, viel Schaden macht er ja bei uns nicht, von daher können wir uns das eigentlich ganz gut erlauben. So, und Critical Hit. Und das war's schon. Oh, der hat ein Fläschchen gedroppt. Weil jeder Gegner in Golden Sun hat so eine nicht jeder Gegner. Also, viele Gegner haben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, ein Item zu droppen. Und bei dem Ameisenlöwe war es jetzt beispielsweise ein Fläschchen. Kommt, nein, ist es eine Oase? Ja, komm schon! Schnell rein! Wow! Das war knapp. Puh! Wow, das war knapp. Und ich hoffe, dass ich den Chin jetzt nicht übersehe. Aber ich dächte wirklich, dass hier irgendwo ein Chin war. Hm, aber wo? Was haben wir hier? Haben wir da so einen Gegner? Können wir machen, ja. Okay. So, den haben wir auch wieder nach 2 Runden besiegt. Damit sparen wir PP. Oh, Blizzard. Das ist ja wunderbar. So. Und down. Okay. Oh, eine Kiste. Was versteckt sich hier? Ein Glückspfeffer. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch so ein Item. Und zwar hebt es das Glück an. Wer hat am wenigsten Glück? Isaac. Jetzt hat er 6 Glück. Yay! Oha. Nee, alles klar. Ich hab schon gedacht. Mist, ich glaube, wir kriegen jetzt Schaden. Wir schauen mal, wie viel Schaden wir jetzt bekommen. Okay. Kurz bevor wir Schaden bekommen, greifen wir uns nochmal Drohnen an. Oder Kämpferbienen, oder was? Ja, Kämpferbienen. Oh ja, das haut schon rein, also man sieht's. Aber wir haben ja zum Glück Wunsch. Und können uns damit wieder aufheilen. Okay, deswegen, ich muss mich ja ein bisschen umschauen. Dass ich hier nichts übersehe. Ah, na toll! Jetzt haben wir Schaden bekommen, obwohl hier oben eine schöne Oase ist. Ah, das ist natürlich bitter. Okay, da ist aber nichts weiter. Ah ne, hier war wieder so ein scheiß Gegner. Okay. Und bam! Ui, Flammwand. Ich heile mich am besten mal mit mir. Okay. Wir bekommen jetzt sowieso wieder Schaden durch die Hitze. Das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Das Thermometer ist schon zu hoch. Oder die Anzeige. Oh ja, das haut schon rein. Wir gehen mal den linken Weg lang. So. Okay, hier bekommen wir ja keinen Schaden, weil wir nicht auf dem heißen Sand langlaufen. Ich schau mal, ob sich hier. Nee, okay. Gut.
gut. Dann da lang. So. Und jetzt gehen wir erstmal hier lang. Jetzt muss ich schauen, wo ist der Djinn? Ich weiß ganz genau, dass hier ein Djinn war. Okay. Bevor ich da lang gehe, guck ich nochmal. Oh, die Stelle ist, so geil. Tja, wo müssen wir jetzt lang? Da versteckt sich ja oben irgendwas? Ich weiß es nicht. Wir machen da ganz einfach mal Enthüllung. Nee, da ist nichts. Okay. Gut, dann... Okay, Tja, wo müssen wir jetzt lang? Ich gehe erstmal oben lang. So, ich heile mich mal kurz. So. Weil wir bekommen nämlich jetzt wieder Schaden. Und hier ist eine Höhle, genau. Okay. Oh, jetzt rennt der Djinn? Ich habe echt keine Ahnung mehr, wo der... Also, Na, mal schauen. Okay, wir holen uns den Schaden jetzt einfach mal, so. Okay. Was haben wir hier? Eine Oase, toll. Na gut. Und hier? Ah, ein Gegner. Und da oben ein Item. Ah, ich glaube... ich erinnere mich. Den Djinn hat man, glaube ich, auch nur mit Enthüllung gefunden. Nur mit Enthüllung gefunden. Da muss ich nochmal ganz genau schauen. Mal sehen. Und Lizards. Und das war's. Okay. So, Item. Minze! Wunderbar! Wieder so ein Item. So, das hebt die Geschwindigkeit an. Oh, und Mia hat... Mia als Heilerin braucht unbedingt Geschwindigkeit. Ganz wichtig. So, jetzt, jetzt muss ich erstmal schauen, wo jetzt... Wo jetzt, der Djinn war. Ich kann es euch nicht genau sagen. War der noch am Anfang irgendwo gewesen? Ich weiß es nicht. Oh, wir sind schon hier. Oh, das ist nicht gut. Okay, den Djinn habe ich dann wahrscheinlich übersehen. Da muss ich den nochmal suchen. Wir müssen nochmal zurück, denn da oben habt ihr an dem Höhleneingang etwas gesehen. Das ist ein Monster. Okay, da muss ich nochmal zurückgehen und den Djinn suchen. Weil den brauchen wir. Ich glaube, ich ein Jupiter-Djinn. Wo war der Djinn? Der war, glaube ich, irgendwo am Anfang. Ja. Gut. Jetzt bekommen wir wieder Schaden. Das war jetzt nicht so optimal, aber... Oder auch noch nicht. Tja, wo war der Djinn jetzt? Toll. Hier ist wieder eine Oase, kurz nachdem ich Schaden bekommen habe. Wie toll. War der hier oben? Nee. Kann nicht sein. So, ich fliehe einfach mal. Mal sehen, ob ich das noch schaffe, in dem Part den Djinn zu finden. Das wäre nicht schlecht. Oh, ist noch eine Kiste. Cool. Mit 777 Münzen. Yay. Mal wieder eine Oase, okay. Was war denn das gerade? Hab ich da gerade was gesehen? Nee.
Hier wieder ein Gegner. Mist. Kann ich vor dir jetzt einfach fliehen eigentlich? Nö, es gibt keinen drin. Auf Menno. Und jetzt? Yay. Schwierig. Der Schaden ist mir jetzt eigentlich egal. Ich muss irgendwie jetzt den Djinn finden. Und wenn mich die Gegner nicht fliehen lassen, wird es noch umso schwerer und länger dauern. Der Synergiestein, okay. Hier? Nee. Gut, ich würde sagen. Hier? Nee. Gut, ich würde sagen, ich beende die Folge hier und ich werde im nächsten Part gleich bei dem Djinn beginnen. Also ich werde den Djinn jetzt offscreen suchen. Der müsste, glaube ich, hier irgendwo sein. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also bis dann. Ciao.